Hallo zusammen. Ich möchte mit euch heute über das Thema Bondage sprechen. Ich würde euch gerne erklären, warum das Thema für viele Paare so unglaublich reizvoll ist und gebe euch außerdem gerne drei Tipps mit an die Hand, die ihr als Bondage-Einsteiger unbedingt beachten solltet. Was viele schon wissen, 50 Shades of Grey hat natürlich dafür gesorgt, dass das Thema Bondage viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Oft sind es dabei aber die Frauen, die diese Fantasien über die Fesseltechniken haben und auch äußern. Das Tolle an Bondage ist, dass es sich perfekt in den Einstieg in diese geheimnisvolle BDSM-Szene eignet. Und das Reizvolle für viele Paare daran natürlich, dass der eine Partner die Kontrolle und Macht an den anderen abgeben kann. Gerade dieses neue, ungewohnte Macht- und Kontrollverhältnis wirkt für viele schon super erotisch. Und es bringt natürlich absolut Abwechslung ins Liebesspiel, sodass der Gedanke daran, das mal auszuprobieren, für viele Paare durchaus interessant ist. Der gefesselte Partner kann sich nun also ganz auf seine Wahrnehmung konzentrieren. Er nimmt Berührungen und Höhepunkte viel intensiver und auch viel bewusster wahr. Der aktive Part kann dabei seinen Partner durch bestimmte Techniken oder Toys stimulieren und ihn auch etwas zappeln lassen. Aber egal wie, Bondage bedeutet immer gegenseitiges Vertrauen. Und um euren Partner zu schützen und Schmerzen zu vermeiden, gebe ich euch jetzt die drei Tipps mit an die Hand, die ihr gerne beachten solltet. Tipp Nummer 1. Safe Word vereinbaren. Safe Words werden im BDSM immer dann genannt, wenn sich der passive Part unwohl fühlt oder Schmerzen hat. Der aktive Partner muss die Praktik dann sofort abbrechen, um Verletzungen oder halt weitere Schmerzen zu vermeiden. Legt also vor eurem Sex unbedingt ein solches Wort fest. Es kann jedes x-beliebige sein, was euch eben gerade so in den Sinn kommt. Und traut euch dann auch in einer solchen Situation, dieses Wort auszusprechen. Tipp Nummer 2. Toys vorab miteinander abstimmen. Gerade als Einsteiger ist es schwierig zu wissen, was man vielleicht so möchte und für was man schon bereit ist. Zu wissen, welches Toy wann für welche Stimulation eingesetzt wird beim BDSM bzw. beim Bondage, kann unglaublich helfen, sich fallen zu lassen, weil es einem die nötige Sicherheit gibt. Sprecht also unbedingt vorher miteinander, was ihr wann einsetzen wollt. Tipp Nummer 3. Vorsicht beim Schnüren, Sicherheit geht vor. Daher gilt, bitte immer zwei Finger Platz zwischen Fessel und Haut zu lassen. Außerdem solltet ihr ständig miteinander kommunizieren und der Partner, der gefesselt ist, sollte regelmäßig Rückmeldung geben, ob das, was gerade passiert, auch noch in Ordnung ist. Es gilt gerade am Anfang, und das empfehlen wir auch immer, nicht so fest zu schnüren. Fangt erstmal locker an und tastet euch ran, wie fest es denn sein soll. Und oberste Regel, das Seil oder beziehungsweise die Fesseln niemals um Hals oder Sehnen legen, um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden. Habt bitte außerdem immer eine Schere griffbereit, um im Ernstfall wirklich einschreiten zu können und das Seil einfach zu schneiden. Ich hoffe, dass diese drei Tipps, die ich euch gerade genannt habe, euch nun etwas mehr Sicherheit geben, um das Thema Bondage einfach mal auszuprobieren oder weitere Erfahrungen zu sammeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren.